Viele Analysten sind sich sicher, dass wir den Boden an den Aktienmärkten schon gesehen haben. Aber das hängt von einigen entscheidenden Fragestellungen ab. Und in diesem Video will ich mal ein paar dieser Fragestellungen aufwerfen. Worin der Unterschied besteht, ob es zu einem Crash kommt an den Aktienmärkten oder ob wir wirklich neue Allzeithoch sehen können, sozusagen eine neue Tsunami-Welle der Liquidität, die dann auch zu höheren Kursen führt. Schauen wir uns zunächst mal an, was Sid Donald gestern wieder an optimistischen Botschaften verkündet hat. Er hat sich ja gestern auffallend zurückgehalten, was die eher mäßigen US-Konjunkturdaten betrifft. Da kein Tweet, greatest economy ever, wie noch kürzlich. Als die Daten gut waren, war es sein Verdienste. Jetzt ist es nicht mehr seine Schuld, wenn die Daten schlecht sind. Aber Donald Trump gestern, wir hatten sehr produktive Gespräche, Calls, Telefonate mit den Leadern, den Führern, Anführern verschiedener Sektoren. Alle sind dabei, Amerika wieder zur Arbeit zu bringen. Get America back to work. Und das wird sehr, sehr bald passieren, so Donald Trump. Nun aber sagen ihm diese sogenannten Business Leaders, naja, schön und gut, aber wir müssen erstmal, um wieder zur Arbeit gehen zu können, um das Vertrauen herzustellen, brauchen wir mehr Tests. Das ist die entscheidende Frage. Und hier genau ist das Problem. Denn wir sehen, dass die Annahme zunächst mal, dass wir Corona-Peak in den USA haben, aus dieser Kurve, wie sie sich tatsächlich derzeit mit den Neuinfektionen darstellt, in den USA nicht wirklich ableiten lässt. Wir hatten gestern erneut einen Hochpunkt der Todeszahlen in den USA. Und vor allem eines der großen Probleme in den USA ist, dass derzeit die Häufung, die Anzahl der Tests stagniert. Wir kriegen also in den USA nicht mehr Tests pro Tag hin. Und das könnte eben zu dem Irrtum führen, dass wir Corona-Peak in den USA gesehen haben. Es ist zumindest eine Möglichkeit, weil je weniger Tests, umso weniger Infizierte, umso verzerrter ist das Bild. Man müsste, wenn es denn technisch möglich wäre, wenn die Tests vorliegen würden, müsste man eigentlich alle testen, dann hätte man wirklich ein gutes Bild. Und das ist auch der Punkt, den Sven Henrik hier anspricht. Die Aktienmärkte, die sind schon sehr einseitig positioniert. Die sagen sich, okay, wir haben jetzt ein problemisches, ökonomisches Problemchen, das wird aber vorbeigehen, weil und dann wird alles besser und wir haben die Liquidität und dann kriegen wir die Allzeithochs. Aber das ist eben eine Annahme, die möglicherweise so nicht stimmt. Was passiert, wenn es zum Beispiel, naja, im Herbst eine zweite Welle des Coronavirus gibt, weil wir nicht in der Lage sind, bis dahin einen Impfstoff zu entwickeln, was durchaus wahrscheinlich ist, dass das bis Herbst nicht gelingen kann oder nicht gelingen wird, zumindest eine größere Wahrscheinlichkeit, als dass es gelingt. Wir alle wissen das nicht, aber die Aktienmärkte preisen ein, dass das nicht passiert und das ist eine Riesengefahr. Die Aktienmärkte sind schon eigentlich manchmal überfordert, Wirtschaftszahlen richtig zu deuten. So sagt Sven Henrik, wie können Sie dann in solch biologischen Fragen wirklich Kompetenz entwickeln, die nicht mal bei Virologen eindeutig sind, wo man die Wissenschaftler oder wo sich die Wissenschaftler streiten, wo die Beurteilung so immens schwierig ist, aber die Aktienmärkte sind sich ziemlich sicher. Genau das ist sozusagen dann der Unterschied zwischen Allzeithoch, wenn alles super läuft, und eben zweiter Welle zum Beispiel der Pandemie, die nicht plötzlich wirklich verschwindet, sondern immer da ist, immer im Hintergrund ist. Dann werden wir eher einen Crash an den Aktienmärkten sehen, weil dann das normale Wirtschaften, weil dann diese erträumte V-Erholung, also das schnell runter und dann schnell wieder rauf, an den Aktienmärkten eben nicht passieren wird. Hier einige Hoffnungszeichen. Google ist ja immer ein sehr guter Indikator. Google hat übrigens zu ihrer Information jetzt sehr, sehr viel Geld ausgelobt an Verlage, auch in Deutschland, an Publisher, denen man helfen will. Da kann man sich bis 29. April bewerben. Google fürchtet sozusagen, dass viele pleite gehen. In den USA sehen wir im Journalismusbereich, dass da Werbe, gerade im Printbereich, Werbeflächen massiv nach unten gehen, dass die Werbeeinnahmen massiv nach unten gehen, vor allem im Print. Daraufhin müssen Leute entlassen werden. Das wird in Deutschland auch passieren. Jedenfalls sehen wir bei Google Trends, dass die Suchen nach Smell, also dass man praktisch nicht mehr riechen kann, das ist ja ein Symptom oft bei denjenigen, die das Coronavirus haben, dass die etwas zurückgehen. Auf der anderen Seite vermutet Goldman Sachs, wie Carl Quintanilla hier zeigte, dass
die Dunkelziffer in den USA viel höher ist, aber beileibe noch nicht hoch genug, um eine Herdenimmunität in irgendeiner Form zu erreichen. Kommen wir jetzt mal zur ökonomischen Realität. Gestern die Aktienmärkte ja in gewisser Weise mit einer Konfrontation mit der ökonomischen Realität. Da hat es ein bisschen Bums gemacht. Wir sehen den City Surprise, Economic Surprise Index im freien Fall, zuletzt in der Finanzkrise nur noch etwas tiefer. Und wir bekommen heute am Donnerstag wieder die US-Erstanträge, zuletzt ja immer über 6 Millionen. Wir haben jetzt 17 Millionen Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den letzten 3 Wochen. Heute so die Konsenserwartung 5,5 Millionen. Wir haben eine neue Analyse, die sagt, wir haben derzeit aktuell in den USA schon eine Arbeitslosenquote von knapp über 20%. Jim Bianco, der geniale, der großartige Jim Bianco, hat folgenden Punkt gebracht, der wahnsinnig wichtig ist nach meiner Auffassung. Er sagt, wenn wir nicht einen deutlichen Fall bis Juli der Erstanträge sehen werden auf Arbeitslosenhilfe, dann zeigt das, dass dieses PPP-Programm, also dieses Payroll Protection Program, das sozusagen die Arbeitnehmer schützen soll, dass das nicht effektiv war. Und er sagt auch, und das ist sehr, sehr wichtig, achtet jetzt auf die sogenannten Continuing Claims, auf die fortgesetzten Erstanträge, denn erst wenn die sozusagen wieder runterkommen, dann zeigt sich, dass die Leute aus der Arbeitslosigkeit wieder in die Jobs kommen, und das ist der entscheidende Punkt. Was hilft es, wenn man die Leute alimentiert mit Schecks, aber die eben dauerhaft Arbeitslose bleiben? Also die Continuing Claims, auf die jetzt noch wenig geachtet wird, und die werden in Zukunft sehr, sehr wichtig werden, wie eben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe viel wichtiger sind als die weitgehend wertlosen Zahlen zu den Payrolls, Non-Farm Payrolls. Das kann man regelrecht knicken, das sind völlig verzerrte Zahlen. Schauen wir uns mal die ökonomische Realität an, meine Damen und Herren, in den USA. Hier eine Umfrage von CNBC, wo man sagte, dass mehr als 75%, die Umsätze eingebrochen sind bei Small Business Firmen. Das sagen fast 59% aller befragten Firmen. Ja, mein Umsatz ist mehr als 75% eingebrochen. Zwischen 50 und 75% Einbruch sagen 15%. Also wir sehen hier absolut desaströse. Wir sehen, dass nur insgesamt 0,8% der Firmen sagen, mein Business ist gewachsen. Bei allen anderen ist es mehr oder weniger total kollabiert oder deutlich nach unten gegangen. Das zeigt die Dimension, die wir hier, mit der wir es hier zu tun haben, die nach meiner Auffassung an der Wall Street so ein bisschen verdrängt wird, um es vorsichtig zu formulieren. Wir sehen hier die sogenannten FICO-Scores und die Auto-Loans, also die Autokredite in den USA. Kauft ja kaum einer aus dem Cash sein Auto, sondern nimmt einen Autokredit, und wir sehen, dass die Raten schon im Februar, die Zinsen im Februar deutlich nach oben gegangen sind. Je schlechter der FICO-Score, wie sich das nennt, umso höher die Zinsen, die man bezahlen muss, liegt über 16% in der schlechteren Klasse. Aber es ist sozusagen eine Tendenz, die im März wahrscheinlich noch weiter explodiert ist. Das heißt, den Leuten, denen fliegen die Verschuldung um die Ohren, weil die Zinsen so immens gestiegen sind für solche, oder weiter steigen für solche Loans, für solche Kredite. Wer die Kreditkarte überzieht, zahlt ja durchschnittlich in den USA auch über 17% Zinsen. Das wird schnell schwierig. Schauen wir uns in Sachen ökonomischer Realität noch ein paar interessante Daten an. Flugverkehre. Wir sehen hier Europa minus 84%, weltweit durchschnittlich minus 73%, USA, also Nordamerika minus 72%, Asien minus 71%. Wir sehen zum Beispiel in den USA die Benzinnachfrage geradezu kollabiert. Das ist ein sehr guter Realtime-Indicator. Ein sehr guter realer oder sehr an dem Puls der aktuellen Entwicklung seiender Indikator. Wir sehen, dass Gruppe 6 hier eine interessante Studie mal gemacht hat, wo man ein Schaubild zeigt. Wer wird denn zuerst an seinen Arbeitsplatz zurückkehren? Und je mehr direkten Kontakt man mit Menschen hat, wie zum Beispiel Friseure oder Lehrer auch, die viele damit zu tun haben, alles, was irgendwie sehr direkt mit Menschen der Fall ist, das ist tendenziell benachteiligt und wird später zur Arbeit kommen. Dass die Wall Street da noch steht, wo sie steht, das ist sozusagen das leichte Ponzi-Schema, das in den USA der Fall ist, weil eben viel davon abhängt, dass die Leute sich irgendwie reich fühlen. Deswegen versucht man einen Crash, der ökonomisch ja im Mindesten gerechtfertigt wäre, weil die Situation ja fundamental viel schlimmer ist als in der Finanzkrise, versucht man zu verhindern.
Man sieht das in diesen sogenannten S&P 500 Earnings Estimates. Die gehen deutlich nach unten. Es sind auf dem Weg Richtung Süden, aber noch nicht am Top. Vielleicht kriegen wir eine ähnliche Entwicklung wie 1987, wie hier Invesco sehr schön zeigt, dass wir möglicherweise dann so eine Seitwärtsbewegung sehen auf tiefem Niveau. Das sieht aber dann eher aus wie eine Mischung zwischen L und U, zumindest was die Aktienmärkte betrifft, als etwas anderes. Wir haben heute auch den IFO-Index, das wird wichtig. Der ist im März schon eingebrochen. Die Zahlen kommen ja immer so Mitte des Monats und Mitte März war ja der Lockdown oder begann erst der Lockdown in Deutschland. Das heißt, die Aprilzahlen heute um 10 Uhr werden auch nicht so wahnsinnig viel besser. Und interessant ist abschließend, dass die FED-Bilanzsumme jetzt die Bilanzsumme der People's Bank of China, also der chinesischen Notenbank, überholt hat. Schauen wir uns ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Was wir sehen hier, ist in den letzten Minuten die sogenannte Asien-Rampe. Da wird dann kurz vor knapp nochmal ein bisschen reingekauft, auch vielleicht mit chinesischem Staatsgeld, wer weiß es schon. Die Charts von Capital.com und der Dow Jones bei 23.557. Was wird das für den DAX bedeuten, der aktuell bei 10.325 steht? Euro-Dollar zeigt sich ganz entspannte bei 1,08 und ein paar zerquetschten 83, wenn ich es richtig mit meinen altersmüden Augen erkenne. Wir sehen Gold unverändert, weitgehend unverändert, 1716. Und Crude Oil hält sich auf niedrigem Niveau konstant depressiv. Also, das ist ein kleiner Einblick, ein kleines Schlaglicht in die Frage, kriegen wir einen Crash, kriegen wir eine Rallye? Das hängt eben von diesen Faktoren ab, die ich versucht habe, kurz zu skizzieren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.